Ich bin Uwe Schindler und ich arbeite für SD Data Solutions und mein Hauptfokus ist auf Lucene und eben das Verlagswesen, Volltextsuche, auch Datensuche, alles darum. Ich komme ursprünglich eigentlich aus dem universitären Bereich und wir haben angefangen, für geowissenschaftliche Daten ein Publishing-System, das heißt also das Publishing, so wie wissenschaftliche Artikel veröffentlicht werden, eben auch für die wissenschaftlichen Daten zu machen. Und wir sind da sozusagen im geowissenschaftlichen Bereich jetzt auch Marktführer auf der Basis. Und da habe ich angefangen, eben mit solchen Sachen wie Volltext-Suchmaschinen, aber auch größeren Datenmengen natürlich anzufangen, wobei mein Fokus mehr auf die Volltext-Suchmaschinen und speziell Lucene, Solr geht. Und mein Vortrag geht heute über Lucene 4.0. Das waren auch schon Vorträge im letzten Jahr, weil das ist immer noch so eines der Sachen, die sehr lange dauern, weil Lucene 4.0 sollte schon letztes Jahr rauskommen, jetzt kommt es vielleicht dieses Jahr auch noch raus. Irgendwann, also wir sind jetzt auch schon fest am Planen des Releases, aber es ist so, dass die neue Version von Lucene 4.0 nicht mehr backwards kompatibel ist. Man kann zwar die alten Fulltext-Indexe noch lesen, aber es ist, man muss seinen Code sozusagen umschreiben, wenn man den basierend auf den mehr internen APIs von Lucene gemacht hat, und da sind einige Änderungen, die sich auch schon vorher angekündigt haben, jetzt drinnen, und das heißt, da ist einiges zu tun, sozusagen auch so ein kleiner How-To-Vortrag. Okay. Also ich würde sagen, Lucene ist auf jeden Fall jetzt vom Big Data, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall NoSQL. Das ist klar, und was natürlich gemacht wird, eben gerade auch, was jetzt neu ist, auch mit Lucene 4.0, ist Solr 4.0, Solr Cloud. Da kommt es natürlich auch in den Bereich, dass man sehr große Datenmengen dann indexiert und dann mit Clustern das Ganze managt man über Zookeeper, dann eben indiziert werden können und fürs Retrieval dann eben sehr schnell zur Verfügung stehen. Also das heißt, bis hin zu Facetting, das sind die Optimierungen, um dann auch sowas hinzubringen, wie man es eben von Amazon kennt, wo ja auch ziemlich große Produktkataloge natürlich dahinter sehen, sehr viele Informationen, auch so Realtime-Updates, wie zum Beispiel, wenn User jetzt zum Beispiel Tags hinzufügen, dass die dann auch suchbar sind, weil derzeit bei Lucene ist es immer so, dass, oder bei Solr hauptsächlich, dass es eben eine ganze Zeit lang dauert, bis diese Updates dann auch sichtbar sind. Also es geht dann auch um die Performance da. Also außerhalb von Lucene, aber es ist natürlich auch wieder Lucene-related, ist natürlich dann, wenn ich jetzt auch im Suchbereich bleiben darf, natürlich sehr interessant, auch wenn es nur von einer Person gemanagt wird, ist Elasticsearch. Da ist auch hier ein Vortrag auf der Konferenz. Das finde ich eben sehr interessant, und ich muss es auch sagen, als Lucene-Committer und auch als Mitarbeiter in Solr ist die Technik da schon etwas weiter vorangeschritten, und deswegen muss da Solr auch noch ein bisschen nachziehen dann. Also insofern ist es sehr interessant. Von den anderen Big Data Sachen habe ich nicht so viel Ahnung, was da jetzt gerade aktuell ist, deswegen kann ich da nicht wirklich eine Aussage jetzt machen, was interessant ist. Also ich bin eben dadurch, dass ich auch in der Publishing-Ecke bin, bin ich dann gerade in solchen Bereichen, auch eben auch aus dem wissenschaftlichen Bereich komme ich eben, wo es um solche Sachen geht wie diese Persistent Identifiers für Publikationen, alles was in die Richtung in den Verlagswesen geht, auch das Linking von Datencentern und Publishern sozusagen, dass man eben die Artikel lesen kann und die zugehörigen Daten dann direkt drauf zugreifen kann. Also alles, was so in diese Richtung geht, ist für mich sehr interessant. Da guck ich auch, und da versuchen wir natürlich auch Techniken einzusetzen. Deswegen bin ich auch auf der Konferenz, was man da für solche Sachen, gerade um solche schnellen Connections mit anderen Content-Providern dann hinzubekommen. Also wie ich eben gesagt hatte, wir arbeiten mit den wissenschaftlichen Verlagen, und einer von unseren, ist nicht wirklich Kunde, es ist mehr Partner, ist zum Beispiel Elsevier.
die sitzen in Amsterdam und die machen ja, glaube ich, inzwischen 80% aller wissenschaftlichen Literatur. Da war ja auch in letzter Zeit so diese Streiks, wo dann die Wissenschaftler gesagt haben, wir wollen es nicht mehr bezahlen und die Sachen. Aber die bieten jetzt zum Beispiel an, dass, wenn man sich den Artikel anschaut, und zum Beispiel bei uns wurden inzwischen die Daten für diesen Artikel wirklich auch veröffentlicht, dass dann direkt dieser Link da ist, ohne dass der Wissenschaftler das separat gesagt hat, ich habe die Daten abgegeben, sondern dass es on the fly sozusagen dann dargestellt wird, bis hin zu Google Maps Anwendungen, wo man dann sofort sieht, an der Stelle wurde das gemessen, also so wirklich, die suchen auch die ganzen Daten von verschiedenen Datenzentren dann zusammen, man kann auch zum Beispiel bei anderen dann bis hin zu, da kommt in dem Artikel, also es ist auch sehr viel Text-Mining dabei, kommt zum Beispiel so Namen von Proteinen oder so Meeresforaminiferen, das sind so Planktonarten und so Zeug, kommen dann vor, dass man dann da zum Beispiel so ein 3D-Modell von den Dingern dann direkt im Artikel eben natürlich nur in der Online-Version sieht und die kommen dann, die ist aber nicht von denen eben eigener Content, sondern der kommt eben zusammengeholt von, also es ist, das ist also sozusagen noch sehr interessanter Bereich, der auch jetzt ganz außerhalb von dem Full-Text-Search ist. Ja, ich guck da, ich schiele da in Richtung Mahout natürlich, bezüglich Machine Learning, die ja selber auch sehr viel gerade in dem Fulltext-Bereich natürlich arbeiten. Also da ist ja auch einige Teile eben von der Lucene Engine ist ja auch in Mahout mit drinnen, eben für das ganze Processing. Da ist einiges, es ist aber wie gesagt, schwierig, man braucht halt sehr viele Daten dafür, um gerade muss man die ganzen User-Daten collecten, was alles gemacht wird, um diese ganzen Recommendations, aber jetzt wirklich semantische Suche, ja, ich bin etwas skeptisch, aber ich bin mir sicher, es kommt irgendwann noch, also ich habe noch keine wirklichen Pläne gesehen, aber